Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf unserem YouTube-Kanal. Wer uns auf Instagram verfolgt, der weiß schon, wo wir jetzt sind. Wir sind nämlich auf Mallorca, genau, auf der Insel. Und wir werden hier eine Woche verbringen, von Samstag bis Sonntag, also quasi 8 Tage. Genau, was ich vorhabe, ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen das Haus. Ihr habt ja gerade im Hintergrund schon ein bisschen was gesehen. Genau, dann werde ich so ein bisschen eine Roomtour machen auf jeden Fall und wir werden später auch noch zu mehr fahren. Genau, und morgen geht es für uns auch noch ins Aqualand hier in El Arenal. Da gibt es dann ganz viele Rutschen. Da werden wir euch auf jeden Fall auch mitnehmen und euch auch die Rutschen zeigen. Wir haben schon mit dem Aqualand geschrieben, da dürfen wir auf jeden Fall auch auf den Rutschen filmen. Das werde ich dann aber wahrscheinlich in einem separaten Vlog packen, dass ich so mehrere Tage mache hier von dem Mallorca-Trip, sag ich mal, dass es auch nicht zu lang wird für euch. Jetzt fangen wir erstmal an mit der Roomtour. Ich zeige euch erstmal den Außenbereich so ein bisschen. Also hier kommt, hier ist die Tür natürlich, dann haben wir hier direkt so ein paar Pflanzen. Hier kann man sich dann super gut hinlegen. Wir haben hier auch noch so Palmen im Garten, genau, und dann kommt man hier rum. Da liegt schon unser Hai, den wir schon erlegt haben. Ne? Genau, so, und dann ist hier der Pool. Richtig, richtig schön. Da oben knallt die Sonne richtig durch. Natürlich auch mit Luftmatratze und allem möglichen, dass wir uns da schön entspannen können. Mit Dusche auch noch hinten. Genau, und hier haben wir dann auch so einen Bereich zum Hinlegen, ne, zum Sonnen. Den Sonnenschirm kann man natürlich auch ausfahren. Genau, ja, der Pool ist echt cool. Er ist, glaube ich, 1,75 tief oder so und ist echt angenehm kühl noch. Also ich glaube, es liegt bei 25 Grad. Also hört sich jetzt nicht so kühl an, aber im Verhältnis zu den Temperaturen hier ist es auf jeden Fall richtig, richtig warm. Genau, dann haben wir hier die Dusche. Die kann man sich auch vorher noch richtig schön abduschen oder auch nach dem Pool. Genau, hier haben wir dann die Sitzecke. Da hat man auf jeden Fall auch genug Platz für alles. Auch hier mit Sonnenschirm natürlich, wenn man da in Ruhe sitzen will. Wir frühstücken da zum Beispiel immer und das ist echt cool da mit dem Sonnenschirm. Und da hinten haben wir auch noch einen großen Grill. Genau, und ansonsten geht es dann hier weiter. Hier kann man nämlich auch noch sitzen hier und das Mückenspray ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig, weil hier abends echt richtig, richtig, richtig viele Mücken rumfliegen und man merkt es aber gar nicht, weil die wirklich so klein sind. Wenn man dann abends im Bett liegt, hat man überall Mückenstiche und das ist echt nicht schön. Wir haben hier eigentlich auch noch einen Hund und eine Katze, die sehe ich gerade nicht. Kiwi! Kiwi! Sag mal hallo! Das ist die Kiwi, genau. Und Uschi heißt die Katze, die läuft hier immer so ein bisschen frei rum, kommt aber auch ab und zu vorbei. Die werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ne, die ist gerade nicht da. Wenn sie dann wieder da ist. Genau, das zum Außenbereich. Wir haben hier hinten noch so einen kleinen Schuppen und hier ist halt der Hauseingang. Genau, da hinten ist der Schuppen, da hängt jetzt gerade Wäsche. Genau, also der Außenbereich ist echt cool. Man ist halt eigentlich morgens direkt so flexibel und kann einfach in den Pool springen, was echt geil ist, weil wir haben jetzt 10 Uhr morgens und die Sonne knallt schon richtig. Und genau, ja, dann werde ich euch gleich nochmal den Innenbereich zeigen und ich würde sagen, sehen wir uns drin wieder. Hallo, Uschi. Na du. Genau, und vom Pool hier kommt man dann hier nach oben und hier geht es dann hier ins Wohnzimmer. Ist auch eingerichtet mit einer Couch, einem Sessel und einem Fernseher, ganz normal, ein paar Bilder an der Wand. Und hier ist dann die Küche auch mit Esstisch und Kühlschrank. Genau, hier ist auch ein Ofen bei, hier ist auch eine Spülmaschine bei und wir haben auch Wasser. Also ist auf jeden Fall alles vorhanden. Genau, und von der Küche geht es dann hier ins Badezimmer. Haben wir hier das Waschbecken, eine Toilette und dann halt die begehbare Dusche. Die ist auch echt cool, aber die draußen ist noch cooler. Habe ich euch ja gerade schon draußen gezeigt. Genau. Hier ist dann noch ein Gästezimmer. Falls mal mehrere Leute hier sind, können die auf jeden Fall auch hier noch schlafen. Genau, ist eigentlich ganz cool. Genau, und da ist noch eine Waschmaschine drin und da ist dann der Hauseingang. Genau, und das war es eigentlich schon für unten und wo wir schlafen, zeige ich euch gleich noch. So, dann geht ihr hier auf jeden Fall die Treppe hoch. Und dann kommt man hier hinten in das Zimmer. Das ist Leon und mein Zimmer. Genau, hier haben wir eine Schlafcouch mit einer Matratze drüber. Ist recht gemütlich. Da vorne noch ein großer Kleiderschrank. Hier noch ein Schreibtisch. Da arbeitet Laptop. Ihr auch schon. Genau, Laptop haben wir auch mitgenommen. Fleißig am Schneiden. Genau, fleißig am Schneiden für euch. Genau. Genau, und dann ist hier. Ja, ist ein bisschen chaotisch momentan. Wir sind hier. Genau, haben unser Zeug draufgelegt. Genau, wir haben jetzt noch einen Balkon. Da können wir auch noch mal kurz drauf gehen. Genau. Noch ein Balkon und da hinten kann man eigentlich, was man sieht, da kann man das Meer sehen. Ja, stimmt. Das war ganz genau. So lieblich. Ich glaube, das kann man.
Ja, das ist unser Zimmer. Ja, Freunde, wir sind jetzt im Beachclub hier. Das sieht mega geil aus. Das Ambiente ist echt richtig, richtig cool. Wenn wir jetzt so eine Kleinigkeit essen, die Sonne geht auch gerade unter. Ich zeige euch gleich noch ein paar Shots von vorne. Und unser Essen zeige ich natürlich gleich auch noch. Den Pool habe ich euch schon gezeigt und das ist einfach der Ausblick. Man kann hier von da oben nämlich noch hier so runter gehen und das ist der Ausblick. Leider ist die Sonne unter den Bäumen. Mega. Ja, die ist gerade verschwunden. Ist halt ein bisschen bewölkt, jetzt, also erst zum Abend hin. Heute Mittag war es echt richtig, richtig sonnig. Genau, und jetzt sind ein paar Wolken da. Genau, ja, sieht echt cool aus. Unsere Hauptspeise sollte gleich auch kommen. Die Vorspeise habe ich euch schon eingeblendet. War echt richtig, richtig lecker, war richtig, richtig gut. Genau, jetzt genießen wir noch kurz den Ausblick und dann geht's ab zum Essen. Ja, hier kann man auch auf jeden Fall super entspannen, direkt am Pool. Mega cool, hier ist noch so ein Ding und da vorne kommt dann das Meer. Ja, voll cool. Ja, und wenn man dann abends reinkommt, hat man diesen tollen Anblick hier auf den Pool. Richtig cool beleuchtet. Hinten haben wir, oh, ich wusste gar nicht, dass das nur so eine pinke Lampe ist. Cool, cool. Wegbeleuchtung gibt es auch noch. Zeigen wir euch sofort. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh. Ja. Richtig blöd. So viel Beleuchtung hier. Oh, Partybeleuchtung. Oh, die Palmen sind auch beleuchtet jetzt. Boah, sieht das nice aus. Palme im Garten. Das ist nice. Wo ist Uschi? Uschi ist die Katze, Leute, nicht wundern. Da hinten ist sie. Jetzt renne ich hier hinterher. Uschi! Guck mal. Und tschüssi. Vielleicht könnt ihr die auf der Kamera sehen. Da ist das nächste Tier. Deswegen rennt sie weg. Oh. Ich will nicht jagen. Will ich Uschi jagen? Wir haben beide Spaß. Wir haben auch Spaß. Urlaub ist toll.